Kuckuck. Da bin ich wieder. Erstmal Brille hochschieben. Jedes Mal dasselbe. So. Kuckuck. Und da bin ich wieder. Und herzlich willkommen zurück bei Uncharted. So, wir haben ja in der letzten Folge hier den Turm hier erobert. Mehr oder weniger. So, und es sah stellenweise sehr knapp aus hier mit unserer. Mit unserem Leben. Wir haben in der Piffpuff mehr als in dem Ding. So. Konnten wir jetzt noch Waffen einsammeln. Hier liegt noch die abgesägte Schrottflinte. So, nein! Junge, was macht denn du? Die kommen nämlich wieder hinterher hier, die Pfeifen. Anstatt da oben mal zu warten. So, nee, aber ich glaube, hier haben wir alles, was wir haben können. So. Ja, ich will erstmal sehen, wo ging es jetzt weiter? Hier war irgendwie. Genau. Hier ging es irgendwie. Hier drinnen ging es irgendwie weiter. Genau, hier. So, dann wollen wir mal. Jo. So. Hier hoch, komm schnell. Warte. Bonus freigeschaltet. Was haben wir hier? No entry. Lass mich mal die Tür hier. Lass mich doch mal lang hier. Ich will sehen, was hier ist. Gar nichts. So. Dafür habe ich jetzt hier den Sully weggeschubst. Geh doch mal weg, Mensch. Also, Alter. Die stehen nur im Weg, die Bastarde. Ehrlich. So, Hier oben. Hey, gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Leichte Ziele? Gegen was denn? So, ich würde mal gegen Bösewichte. So, wir sind jetzt erstmal hier oben rum. So, ich hoffe mal, dass wir nicht grundsätzlich sofort angegriffen werden. Obwohl, ja, wir laufen gerade ein bisschen langsam. Wir können ja nebenbei, das haben wir, die Aussicht hier genießen. Warte mal, können wir eine Aussicht genießen? Gibt es hier eine Aussicht zu genießen? Jo, was ist da unten? Ich weiß nicht, ob wir dort dann lang müssen. Ich weiß es gerade nicht. So, komm mal hoch hier. Kannst du hier hochgehen? Nein. So, das ist zu gefährlich. Das Spiel schützt mich vor mir selber. Jo. Also das ist, ja, das ist ja der Witz. Das hier, wo wir jetzt sind, das ist ja eine klassische Burg. Das ist das, was ich als Burg bezeichnen würde. Habe ich ja auch im Titel so angegeben, als wir hier angekommen sind in der Folge. So, davor, wo wir davor waren, dort in dem Wald, was abgebrannt ist, das war ein Schloss, ein kleines Schloss. Nicht so ein Riesenschloss, aber naja, es war schon etwas größer, aber es war praktisch ein Schloss. So, im Englischen gibt es ja Castle und das Ding, Castle heißt ja beides, Burg und Schloss, soweit ich weiß. Ihr könnt mich gern berichtigen, wenn ich da jetzt Bullshit erzähle. Aber was ist der Unterschied zwischen einer Burg und einem Schloss? Ich würde sagen, hier sind wir ja schon, eine Burg ist eben das, was wir hier sehen. So, wir haben hier eine riesengroße Schutzmauer. Ja, da das Ding da unten, das ist ja die Schutzmauer. Das ist ja, glaube ich, die äußere Mauer hier, was wir hier haben. So, und dann haben wir hier den Burghof, wo diverse Gebäude dann gebaut sind. So, kleinere Burgen, größere Burgen, wo mehr oder weniger Gebäude drin sind, wo vielleicht nur ein Gebäude drin ist, also dieses Hauptgebäude dann von der Burg. So. Aber so dieses hier, vor allem diese Steinernen, diese riesen Steinmauern, machen das Ding für mich jetzt zu einer Burg. So, während ein Schloss hingegen, ein Schloss, das ist dann eher weniger so massiv hier geschützt. Das stelle ich mir dann so prunkvoller vor irgendwie. Dort, wo man nicht richtig wohnen kann, während so eine Burg, klar, eine Burg kann man dann auch, konnte man auch wohnen. Ja, aber das war eher so, weiß nicht, das hatte irgendwie diesen militärischen Touch, so in der Burg. So, nur vom Flair her jetzt. Dass man, wie gesagt, dass man drin wohnen konnte, ist klar. Aber, während, wie gesagt, ein Schloss dann prunkvoller, einladender ist und so weiter. So verzierter am Ende. Das unterscheidet mich jetzt von der Burg von dem Schloss. So, egal ob das Schloss jetzt größer oder kleiner ist. So. Jo, also wie gesagt, das hier Burg und das davor Schloss. Danke, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Folge jetzt in 2 Jahren erst seht. So. Tut mir auch gefallen. So. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig.
Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen. Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Kann ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. Nimm so. Das Teleskop. Mach ich. Ja, warte doch mal ab. So, was? Wenn du das Teleskop nicht benutzt, gib's her. Halt doch mal deinen Maul, Mann! Halt deine Fresse, ehrlich. Ich muss doch hier erstmal ein großer Wagen, kleiner Wagen. So. Das müssen wir, wie benutzen wir jetzt das Teleskop? Ich weiß nicht, wie. So, wir müssen also den Polarstern finden. Nein! Wie benutze ich jetzt das Teleskop? L2? Ah! Ein Polarstern. Warte mal, das ist der große, kleine Wagen, oder? Das ist der Polarstern. Ach nein, das ist der Mond. So, hier ist der große Wagen. So. Polarstern. Konnte ich hier irgendwie ranzoomen, oder? Keine Ahnung. Warte mal. Der soll. Du musst nur den Griff des kleinen Wagens finden. Habe ich doch gerade gemacht. Müsste der hellste sein, am Ende. Habe ich doch gerade gemacht. So, das ist der große Wagen, jetzt der kleine Wagen. Ja, da. Ich hab sie. Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Da ist er. Das ist aber sehr gut sichtbar. Leute! Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Wait! Vorsicht! Runter! Moment. Ja. Also den Eingang hätte man auch ohne den Polarstern sehen können. Der war ja nun nicht gerade allzu versteckt. So, jetzt müssen wir retten, oder? Los, lauf! Auf mich! Also Leute, Beeilung! Noch bin ich entspannt. Was ist denn los mit den Typen? Die machen hier alles kaputt! Ja, machen sie. Da, ein Drachen! So kommen wir rüber! Nicht solange sie auf uns schießen, Scheiße, Mann! Nein! Achtung! Können wir den Typen da drüben ausschalten oder nicht? Nein! Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, weil wenn wir hier so einen Hab Sniper hingestellt kriegen, ob wir den die ausschalten können. Achtung! Nein! Schnapp sich immer das Gewehr! Da drüben. Achtung! Na, was denn nun? Von diesem verdammten Ding wird nicht möglich sein, wenn die fertig sind. Die geben nicht auf! Einer weniger. So. Wir haben noch zwei hier drin. Du sollst dich einfach nur mal hier dahinter verstecken. Wo ist denn das Problem? Na, Alter. Was schaltest du denn jedes Mal auf? Du solltest dir doch hier oben das Ding holen, sag mal. Ich gehe hoch, drück, dass der das Rohr einnimmt und der geht wieder. Ja, der geht wieder runter und hat's nicht. Was ist denn das für ein Scheiß?
Achtung! Ja. So. Von diesem verdammten Ding wird nicht genug sein, wenn die fertig sind. Der ist einfach. Was ist der Typ da? Ich glaube, den hätten wir, oder? Nee, da ist noch einer. Hatten wir den jetzt? Nee. Da unten ist noch einer. Der ist hinüber. So. Nein! Du sollst hier Mumpeln einsammeln. Nein! Nicht hier runter. Sag mal, wo ist denn hier noch einer? Ist immer noch der Typ. Haben wir den noch nicht? Es kam von... Und wo kommt denn das? Geh doch mal aus der Linse, Mann. Nein, nein, hier runter, ducken, ducken, wo ist denn das Problem? Wo ist denn hier einer? Ich weiß nicht, wo das ist. Das zielt ja schon wieder nicht, der Kerl. Wo ist denn der? Von wo kommt das? Ach, von da unten, der da. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich sehe den nicht. Ich krieg den nicht so ins Visier. Das ist doof. Na, warte, kriegen wir den von hier? Na klar. Wir müssen natürlich hier hoch. Wo ist denn der Kerl? Ja, komm, wir gehen erstmal in Deckung hier. So. Ja, hier dahinter verstecken ist besser als oben hinter der Säule. Ja. Können wir von hier aus einen Blumentopf gewinnen? Da dreh dich doch mal andersrum. So, jetzt haben wir ihn. Los, wir müssen weg, jetzt! Ja, komm. So. Vor weniger als einer Minute hat es auf jeden Fall gespeichert. So, wie viele können wir mitnehmen? Keine Ahnung. So. Nehmen wir jetzt den Sniper mit oder nicht? Halt! Los geht's! Okay, alles klar! Komm schon! Jetzt wieder mit diesem Bobby, oder was? Komm schon, Mate! Ja! Lauf! Der Kerl ist furchtbar! Ja, der sollte rüberspringen. Aber. Leckt's mich doch am Arsch. Komm schon! Komm schon, ey! Lauf! Ja, ja, endlich! Komm schon, los, los! Das sind nicht die Waffen, die sie auf uns schießen, die mich nerven, sondern diese. Dieses Gehampel von dem hier. Was der hier macht. Anstatt so. Komm hier. Ja, komm, lauf, Mann. Komm schon, los, los. So. Wo jetzt lang? So, wir haben jetzt nur das Ding und wir haben nur das Ding. Na super. Wo sind sie? Hey, hey! Hier unten! Alles klar, Leute! Ja, ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch. Vorsicht! Mist! Hey, Mann, da!
Der Turm. Was ist mit Sally und Chloe? Denen geht's gut. Sieh mal, sieh mal. Da ist er. Sehen wir ihn uns an. Nein, das ist keine gute. Und weg ist er. Toll. Einmal mit Profis arbeiten. So, warte. Und nun? So. Na, warte. Können wir uns die hier schleichend holen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wieso hat er nur eine Waffe? Der hat doch hier irgendwas einstecken gehabt, gerade in der Cutscene. Irgendeine Knarre. Nein, du sollst nicht hinterrollen, Mann. Was muss das Scheiße immer auf denselben Tasten liegen? Ja. Nee, wir haben erstmal nur die Pistole hier. Das soll mir reichen. Jo, wo sind die, ist die Bande jetzt? Wir müssen leise sein. Naja. Was jo. War das? Hä? Zusammenbleiben! Was ist das für ein Mäusehusten? Ja. Können wir den hier rüberziehen? Komm her, ja. Ich hab doch was gesehen. Wo bin ich denn? Wo? Da, von da bin ich gekommen. Wie viele rennen hier noch rum? Hier hinten läuft einer rum. Natürlich schön, wenn wir das hier nicht in wildes Geballer ausarten lassen können. So, da oben laufen auf jeden Fall welche rum. Da unten ist einer. Ja. Kommt hier noch einer reingeschlichen? So, dort ist auf jeden Fall einer. Ist es vielleicht hier hinten noch einer rum? Nee. Mensch, runter mit dir. Runter, verdammt doch mal. So. Das müssen wir jetzt mit Geduld und List hier machen, das ganze Ding hier. So. So. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Ja, die kommen also nicht näher. So, den Typen, wie gesagt, der hier war, den haben wir. So. Ja, geh mal runter hier. Geh mal hinter hier. Wir gehen mal hier hin. Keine Ahnung, ob das so programmiert ist hier, dass der Schatten uns wirklich schützt vor der Sicht. Der Schatten hier. Ja. Warte mal, hier vorne, der Rand. Da unten war doch auch einer. Genau. So. Ich weiß nicht, wenn wir uns jetzt hier daneben stellen. Hier. Ob die uns sehen. So, ich weiß nicht, ob hier oben noch einer ist. Der rennt hier unten rum. Den müssten wir einfach eigentlich kaschen können. Wenn wir uns da hinten hinter der Mauer verstecken, habe ich aber Angst, dass da vorne uns jemand sieht hinter der Mauer. Wir müssen einfach mal riskieren, notfalls müssen wir uns hier alle durchballern. Der Typ da hinten, der dann rennt. So. Jo, duck dich. So. Falls mir jetzt da vorne einer sieht. Das ist jetzt die große Preisfrage. So. Der Typ da. So, den will ich mir holen hier. Wenn der hierher kommt. Jetzt sei der natürlich, der macht jetzt wieder blöde und macht diesen Schleichkill nicht, sondern will sich rumprügeln. Hatten wir ja schon mal. So. Müssen auf den da vorne aufpassen. So. Findet sie! Okay. Alter. Das ist hier mein stunzdummer Kamerad, der hier mit der hier eine Schüsse. Ah! Alter! Ich hab's doch gar nicht. Guck mal, ich hab auch sowas. Nein. Mmh.
Klar, der gibt mir jetzt eins. Ich weiß nicht, welchen ich zuerst nehmen soll. Du solltest eigentlich die Mumpeln mitnehmen, aber du lässt ihn mit den Mumpeln runterfallen. Ja, wunderbar. Ne, wo weniger als einer Minute. Hä? So. Das war aber haarscharf gerade, kann das sein? So. Wir brauchen eine Rassel hier. Das Ding ist furchtbar hier. Was haben wir denn hier? Genau. Ja, komm. Der kann sich mal bewegen, würde. Ich dachte wirklich erst gerade eben. Das. Nein! Alter! Dass man die Granaten nicht vorher mal zielen kann hier, das ist furchtbar. So. Na komm. Diese. Nein! Wo das Scheiße mal herkommt, ist faszinierend. Geh doch mal aus der Linie, Mann! Na, geh doch mal weg hier. Mann. Was denn? Von da oben kam noch was oder was war das gerade eben? Keine Ahnung. Guck dich doch mal hier. Das müsste es zwei auf einmal gewesen sein, oder? Jo. Ja, der steht direkt vor dem und. Guck mal hier. Holzkämpfe. So, ja, gib mal eine ordentliche Pistole hier. Ja, das ist ja furchtbar, das Ding. So, geh doch mal aus der Linse, du Fettsack, ehrlich. Der steht nur im Weg, der Kerl. So, wo ist jetzt hier einer? Keine Ahnung, vor weniger als einer Minute gespeichert. Wir können ja selber mal einen Speicherplatz hier machen. So. Aber vorhin die beiden mit den Schrotflinten, die waren, das, wie gesagt, das war haarscharf, dass wir das hier, ja, ja, der sieht aus wie so ein Verbrecher hier, der unser Begleiter hier, der ist, ich weiß noch nicht mal mehr, wie der heißt. So, ordentliche Pistole hier. So, haben wir jetzt alle geholt hier oder ist hier noch irgendjemand, der unsere hier habert werden möchte? So, wir gucken uns hier erstmal um, vielleicht finden wir ja wirklich noch einen Schatz hier oder sowas. Wäre natürlich nice. So, ja, ist ja gut, nein, okay, hier geht's weiter, hier gehen wir, also gehen wir hier noch nicht hoch, ganz einfach. Nur erst will ich mich hier wegen Schatz umsehen. Das sind natürlich alles potenzielle hier Versteckecken hier, wenn wir, hier hätten wir was zum Explodieren gehabt. Ja, so. Ich gehe mal davon aus, dass die Prügelei hier durch ist. Geh doch mal weg hier. Wo sind wir hergekommen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, da sind wir hergekommen. Da unten steht diese komische Statue. So, was haben wir hier? Ja, hier hätten wir alles hier ringsrum rennen können. Ja, aber pff. Jo, nimm mit. Hier hätten wir auch hier Deckungslöcher gehabt. Das Problem ist, da hätten wir die, hätten die mal eine Granate reingejagt und da wäre vorbei gewesen. So. Hier geht noch eine Treppe hoch. Hat er gerade noch was gehört? So. Ja, es ist immer doof, wenn man einen Begleiter hat. Wer trampelt jetzt neben uns? Unser Begleiter oder ein Gegner? In meinem Fall war es ja leider ein Gegner eben. So. Hab ich mich erschrocken gehabt, ehrlich. So. Wir gehen jetzt mal hier die Treppe hoch. Ich weiß nicht, ob wir hier direkt weitergehen können oder ob wir unten da, ja, wo es uns gerade angezeigt wurde, weiter müssen. So, wir wollen ja. Wir wollen ja zum Turm hier oben, oder? Wir wollen noch zum Turm hier, oder? Wo wollen wir hin? Hier lang. Ganz genau. Was hier noch? Wie kommst du denn so schnell hier hoch? Ja. Okay, hier wollen wir rein, oder was? Na, probieren wir mal.
Das ist ein... Ja, oh. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Warte. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann. Wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Sieh mal, oben, unten. Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrume auf dem Weg? Es sieht fast so aus. Das Teleskop. Ja, klar. Danke. So, dann wollen wir mal. So, was hat er sich jetzt hier aufgeschrieben? Da muss ich doch glatt mal in meinem Glas nippen. Hab ich gekleckert? Keine Ahnung. Schwert unten. So, warte. So, du sollst das Teleskop, hast du gesagt. Hey, da ist das Symbol wieder. Ja, wir stellen uns mal hier drauf und gucken von dem Symbol, wo ist denn noch ein Symbol? Ja, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo. Dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben. Eine Art Zeichen oder Symbol. Warte. Ja, da. Aha. Wie unten, so oben? Jo. Ja. So. Okay. Beweg das Visier nach oben. Was siehst du? Ja. Diese Säulen. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sally und Chloe. Sie sind da drüben! Shit! Die haben uns! Komm schon, Charlie, wir können hier nicht bleiben! Wir müssen weg! Wow! Shit! Wo kommt das denn her? Das ist so... Nein, Deckung, wo ist Deckung? Nein, wir kriegen gleich hier eins auf die Mütze. Hör mal auf. Der Laserstrahl, der regt mich auf. So. Warte, hier hinten können wir uns von mir aus prügeln. So. Ja. Ja, wunderbar. Wo kam denn der Scheiß jetzt her? Warten wir das. Was ist denn schon wieder? Ja, so diese Laserstrahlen sind furchtbar. Wo kam wir jetzt so trotzdem hinterher? Komm! Wo ist er? Ach, Dreck. Jawohl. Na wunderbar, sind wir hier oben wieder. Komm, leck wieder am Arsch. Sehen mich hier mit den Dingern, oder? Ja. Wir haben ihn! Ja, wenn ich mit 1000 Leuten auf einen einkribbeln würde, würde ich auch kichern. Ja, wir haben ihn. Warte. Wir können nicht so weit schießen, oder? Achtung! Wenn der Kampf mal bewegen würde hier. Wir müssen hier irgendwo in Deckung gehen, wo die uns mit den Dingern da oben nicht finden. Also hier sollten wir eigentlich, sind jetzt hier. Nein, die sehen uns mit den Dingern. Das ist. Okay, Sally. Ja. Wir sind doof, wir können die drüben dort nicht holen.
Ja, er ist weg. Dann sieh mal einer an. So. Ich würde aber sagen, wir machen an der Stelle gleich einen Cliffhanger hier. Machen gerade mal schön Kopfschuss hier. So. So. Nein, 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 nein. Nein, hier hinter, Mann, du Blödmann, du sollst hier hintergehen. Nein. Oh. Bewege dich doch mal. Der Karl ist furchtbar. Ja, vor einer Minute. So, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cliffhanger hier. Ich habe keine Zeit, wir müssen heute direkt hier pünktlich machen. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wir machen in der nächsten Folge direkt an der Stelle weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da und besucht mich gerne auch mal auf Twitch TV. Würde mich sehr freuen. Dankeschön und ciao.